Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja gestern bereits gesagt, dass ihr, wenn ihr jetzt während der Corona-Pandemie zum Beispiel Leute im Ausland habt, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und die ihr natürlich auch jetzt nicht sehen könnt, wenn ihr generell Leute habt, die ihr eben aufgrund der Corona-Pandemie nicht sehen könnt, die ihr aber trotzdem sehr gerne habt und die ihr gerne mal grüßen wollt, dass ich dann hier sowohl bei YouTube als auch auf Facebook gerne die Grüße per Video weiterleite, dass ihr dann halt eben einfach nur unten bei mir ins Kommentarfeld reinschreiben müsst, wen ihr grüßen wollt. Und dass ich dann dann das Video weiter, die Videogrüße weiter leite. So mache ich das jedenfalls. Das ist mein Angebot, wie wir halt eben diese Zeit jetzt noch, bis wir einigermaßen wieder in Richtung Normalität zurückkehren, wie wir denn diese Zeit überbrücken können. Ja, es sind ja nun die ersten Lockerungen eingeleitet worden. Das heißt also, die ersten Geschäfte bis 800 Quadratmetern können ab kommenden Montag wieder öffnen. Bei Schulen sieht es so aus, Anfang Mai, das heißt, da fängt man an mit den Abschlussklassen, also mit denen, die womöglich kurz vorm Abi stehen, dass man da anfängt. Das ist auch richtig so, weil die sind alle schon etwas älter und die haben auch schon mehr Verständnis dafür, dass man da weiterhin die Hygieneregeln einzuhalten hat. Die gelten weiterhin. Kitas und Grundschulen bleiben weiterhin geschlossen. Genauso auch Gastronomie, aber da soll es ja so sein, dass man dass das Thema ab dem 30. am 30. April, wenn es dann zur nächsten Videokonferenz der Landesminister mit Angela Merkel kommt, da soll das Thema auf der Tagesliste, auf der Tagesordnungsliste ganz oben stehen. Ja, es sind kleine Schritte, aber wir sitzen alle weiterhin in einem Boot. Wir sind noch lange nicht durch. Großveranstaltungen, und dazu zählt für mich persönlich auch die Fußball-Bundesliga. Großveranstaltungen, obwohl das Fußball-Bundesliga ist nicht bei der Videokonferenz der Landesminister mit Bundeskanzlerin Merkel ist nicht angesprochen worden. Das wird aber wohl, wenn es dann nächste Woche wieder zur nächsten Konferenz kommt, wo man dann halt eben die neuesten Zahlen vom RKI vorlegen lässt und dementsprechend weitere Schritte erörtert werden. Das wird dann wohl auch besprochen werden. Ende nächster Woche soll es ja zur nächsten Konferenz der DFL mit sechs Vertretern aller 36 Profivereine kommen. Und da wird wohl auch entschieden, wie nun weiterverfahren wird, ob abgebrochen oder mit Geisterspielen die Saison zu Ende geführt wird. Meine Meinung ist dazu ganz klar, die Saison muss abgebrochen werden. Aber das habe ich euch auch schon oft genug gesagt. Ja, jedenfalls Großveranstaltungen bis Ende August, bis 31. August weiterhin verboten. Gastronomie ist ebenfalls weiterhin geschlossen, aber wie schon gesagt, das nächste Treffen der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel findet am 30. April statt, und da wird beraten, ob zumindest zum Sommer die Außenbereiche wieder geöffnet werden dürfen. Ja, kleine Schritte. Ich finde es richtig, dass man das Ganze in kleinen Schritten angeht. Denn wenn wir jetzt wirklich das Ganze wenn wir alles wieder aufmachen würden, dann würden wir das riskieren, dann wenn wir riskieren, dass das alles wieder kaputt geht,
wofür wir bislang eingestanden haben, was wir bislang erreicht haben. Wir haben erreicht, dass Corona, dass die Corona-Pandemie, dass der Coronavirus tatsächlich verlangsamt hat. Wir müssen aber im Reproduktionsprozess müssen wir auch unter eins kommen. Das sind wir noch nicht und deswegen dauert es nach wie vor noch an. Kleine Schritte, langsame Schritte, ruhige Schritte, ganz allmählich, langsam in die Normalität. Damit haben wir auch schon einen großen Fortschritt gegenüber Ländern wie den USA zum Beispiel. Da hat man USA und Brasilien, da hat man ja bis vor kurzem immer noch gedacht, das sei eine Grippewelle. In den USA ist es sogar so, da verfällt man jetzt, da verfällt das Trump-Regime jetzt im blinden Aktionismus, indem man womöglich im Zuge des Wahlkampfes, indem man sagt, man wird sämtliche Zahlungen an die WHO bis auf Weiteres einstellen, weil die WHO angeblich nicht rechtzeitig davor gewarnt hat. Meine Meinung dazu, lieber Herr Trump, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Er war derjenige, der bis vor kurzem immer noch felsenfest darauf gesetzt hat, dass die Corona-Pandemie eine Grippewelle sei. Ja, wir sind da auf jeden Fall weiter. Wie schon gedacht, mein Angebot an euch, ich muss jetzt noch einmal da so ein bisschen in der Werbetrommel rühren. Mein Angebot an euch, wenn ihr jemanden habt, den ihr jetzt derzeit nicht besuchen könnt, den aber trotzdem grüßen wollt, schreibt es unten ins Kommentarfeld rein. Die Grüße gebe ich dann per Video weiter. Das ist mein Angebot jetzt in Zeiten, bis die Normalität wieder einigermaßen eingekehrt ist, in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich habe auch Grüße abzugeben. Ich grüße zunächst einmal die tollste Frau der Welt. Das ist die Sonja Richter. Eine super, super, super tolle Frau und wirklich war einfach ein Herz aus purem Gold. Dann grüße ich natürlich noch Tutti und auch alle weiteren M. Ostkurvensaal, Jens Höme und so weiter, wie die alle heißen, Fred und so weiter. Ach, es sind so viele Leute. Seid gegrüßt. Mir fehlt natürlich auch das Treiben im Ostkurvensaal, aber wie schon gesagt, mitgefangen, mitgehangen. Wir müssen da jetzt erst einmal noch durch. Und natürlich auch die Werder-Crew. Ja. Das war's auch erstmal wieder von mir. Ich gucke heute Abend hier nochmal rein. Wenn ihr Grüße habt, dann unten reinschreiben, gebe ich dann weiter. Mein Angebot steht und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis zu. Ciao.